Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Handelswoche. Wir haben das Referendum überstanden aus Griechenland, beziehungsweise ja, es ist alles ja recht mäßig ausgefallen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass viel bereits in den Markt eingepreist war. Klar, die Gaps, die jetzt zum Montag entstanden sind, gerade in den Indizes, hatten eher was mit, ja, in Anführungsstrichen auf Nummer sicher gehen zu tun, als jetzt mit harten wirtschaftlichen Fakten. Sind wir mal ehrlich, diese ganzen Griechenland-Thematik, beziehungsweise die Schuldenthematik, das ist ja schon lange ein alter Hut, beziehungsweise, ja, haben wir die meisten gläubige Positionen sowieso schon abgeschrieben. Und deswegen, ja, rechne ich jetzt nicht mit dem Schlimmsten. Man kann es auch auf einer Seite verstehen, dass die Griechen dieses Reformpaket, was beispielsweise auch speziell der IWF gefordert hat, nicht akzeptiert. Man sieht auch global, dass das, was der IWF durchgesetzt hat in den Ländern wie Portugal oder Spanien, nur augenscheinlich Verbesserungen gebracht hat, eben nur in den Zahlen, nur in den Wirtschaftszahlen. Bei den Menschen ist nicht wirklich was angekommen, beziehungsweise hat sich dort überhaupt nichts geändert. Und ja, warum soll man diese Bürgerbeteiligung, die da stattgefunden hat, warum soll man das, dass die Griechen ihr Glück in die eigenen Hände nehmen konnten, warum soll man das jetzt verurteilen? Das ist mir absolut fremd, beziehungsweise kann ich das auch nicht nachvollziehen, warum man jetzt weiter darauf rumhacken sollte. Jetzt können sie halt weiter verhandeln und alles gut. Varoufakis ist zurückgetreten, der war den meisten ein Dorn im Auge und damit hat sich's, denke ich mal, auch. So, aber weiter, das Referendum ist durch, der Euro trotzdem recht stabil, auch noch oberhalb der 1,10, das gucken wir uns dann gleich nochmal an, aber zum Anfang, zum Montag natürlich der Wirtschaftskalender. Wir hatten um 8 Uhr die Arbeitsaufträge aus Deutschland gesehen, besser als die Prognose, natürlich deutlich schlechter als die letzten Zahlen, das muss man ganz klar sagen, aber das sind natürlich auch sehr volatile Daten, sie wurden auch im Nachhinein auch noch stark angehoben von 1,4% auf 2,2%. Also hier jetzt kein Weltuntergang, muss man sagen. Es ist natürlich jetzt im Minusbereich angelangt, aber eben nur ein ganz knappes Minus. Das wird vielleicht nächsten Monat schon wieder ganz anders aussehen. Gut, der Rest des Tages bis zum frühen Nachmittag erst einmal recht entspannt. Wir kommen den PMI bzw. Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen aus den USA. 16 Uhr folgt dann gleich der ISM-Dienstleistungsindex. Und gleichzeitig der IB-Einkaufsmanager-Index PMI aus Kanada. Also hier US-Kanada-Nachmittag, das wird recht spannend. Gerade auch was den Kanadisch-Dollar angeht, beziehungsweise unsere Kanadisch-Dollar-Paare. Und dann seht ihr schon, dann war es das schon für den Montag. Der Dienstag, morgen übrigens wieder Dienstags-Live-Webinar, wie immer, ihr wisst das, könnt euch kostenfrei anmelden, beziehungsweise das ganze Webinar natürlich kostenfrei. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Dann am Dienstag früher Morgen, 6:30 Uhr, bekommen wir die Bekanntmachungszinssätze der Landeszentralbank bzw. die RBA-Zinsaussage der australischen Zentralbank. Das wird hier recht spannend, denn wir haben ja einiges an Short-Optionen oder an Short-Thematik jetzt im Aussie gesehen. Und sollte es hier jetzt zu irgendwelchen weiteren Änderungen kommen, dann wird es natürlich den Australisch-Dollar massiv schwächen. Ja, also wenn sie den Leitzins doch weiter senken würden. Bis jetzt hat der Herr Stevens, der Direktor und auch sein Stellvertreter Kent, nichts dergleichen gesagt. Die Prognose bleibt auch bei 2%. Und ja, sollte das hier gleichbleibend sein, wird das den Aussie vielleicht kurzzeitig etwas stärken bzw. etwas stabilisieren. Aber solange hier nichts großartiges Überraschendes kommt, denke ich mal, sollte das am laufenden Aussie-Trade nichts weiter ändern. Dann, der Morgen steht ganz im, oder der Vormittag steht ganz im Zeichen Großbritanniens, Produktion des verarbeitenden Gewerbes und die Industrieproduktion hier 10:30 Uhr. Und wir haben hier einmal eine schlechte Prognose, einmal eine gute. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass die beiden Zahlen sich hier gegenseitig aufheben und wir dann überhaupt keine großartige Bewegung im British Pfund sehen. Aber gut, das wissen wir jetzt nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und dann, ihr seht jetzt schon, 19:30 Uhr beginnt ja das Dienstags-Live-Webinar. Hier ist nichts weiter los am Markt bzw. im Wirtschaftskalender.
Und dementsprechend können wir ein ganz entspanntes Webinar abhalten. Den Rest der Woche gucken wir uns dann morgen an, beziehungsweise den Rest des Wirtschaftsgeländes schauen wir uns dann morgen im Webinar an. Jetzt rutschen wir erstmal in den Chart hinein. Hier gleich Euro US-Dollar. Ihr seht es sehr, sehr deutlich. Er hält sich hier wacker oberhalb der 1,10 und ist jetzt schon wieder auf dem Weg in Richtung Trendkanal. Es wird jetzt interessant, was er mit diesem Widerstand anstellt. Dazu können wir mal reinzoomen. Und wir sehen ja hier diese 1, die 1,11 bzw. den Daily 50er, 55er EMA respektive 1,1150. Hier muss er durch. Also wir brauchen hier Tagesschlusskurse innerhalb des Trendkanals bzw. oberhalb dieses Widerstandes, damit wir hier weiter in Richtung Noten steigen können. Das heißt jetzt nicht, dass hier jemand schlagartig long gehen muss, der nicht sowieso bei den 1,10 schon investiert war oder ist, sondern wir können natürlich warten, bis er hier durchbricht, dann den Retest abwarten und dann können wir hier weiter hochtraden. Das Ziel bleibt erst einmal bestehen. Wir wollen zur 1,15 bzw. 1,15,15. Das wird so ein schöner, ja, 400 Pips Trade ungefähr. Und alles in allem liegt das dieses Monats, ja, ich würde mal sagen, es ist schon das Monatsziel, vielleicht auch zwei Monatsziel, dass hier ungefähr die 1,17 erreicht, Weekly 50er, 55er EMA bzw. die Trendkanal Oberkante und ja, das wird dann schon ein, könnte hier recht lukrativ werden. Alles in allem kennt ihr das ja, wollen wir hier zu dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie, die im, was war das, Dezember letzten Jahres gebrochen wurde. Gut, passiert natürlich Folgendes: rutscht der Euro-US-Dollar wieder nachhaltig unter die 1,10 bzw. unter diese grüne aufwärtsgerichtete Trendlinie, dann ist es erst einmal vorbei mit den Long-Träumen und dann müssen wir schauen, okay, was macht er mit dem bisherigen Jahrestief bei ca. 1,0460 und dann planen wir weiter in die Short-Richtung. Momentan aber noch nicht so weit, hält sich wirklich sehr, sehr stabil der Euro und ja, dementsprechend können wir mal in die anderen Währungen schauen. Der Aussie bzw. australische Dollar gegen den US-Dollar. Ich nehme mal kurz hier dieses Fibonacci Expansion in eine andere Zeiteinheit über. So, jetzt haben wir freie Bahn. Ihr habt das gesehen, er hat das Tief gebrochen am Freitag recht deutlich. Er hat auch ein kleines Gap noch hingelegt. Das hat jetzt größtenteils auch mit den Indizes zu tun, beziehungsweise mit dem australischen Dollar Yen beispielsweise. Es zieht hier alles ein bisschen runter. Und hier sehen wir schon unseren potenziellen Retest-Bereich, ja, der erstreckt sich natürlich von den 0,7550 bis ca. 0,76. Vielleicht sehen wir auf Spike-Basis auch so einen kleinen Run bis zu 0,7640. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wir uns mal diese letzte abwärtsgerichtete Bewegung anschauen. Das sehen wir hier, trifft er auf die 0,76, was haben wir hier, 0,7730 circa. Ungefähr, ja. Also hier wäre ein sehr, sehr schönes Retest-Level, aber wie gesagt, wer sich gerne schon ab den 0,7550 engagieren möchte, der soll das meinetwegen tun. Aber bitte dran denken, wir haben in diesem Bereich ausschließlich Spikes, die dieses Tief gebildet haben und die Kerzenkörper beginnen erst so wirklich ab den 0,76. Das Ziel, daran hat sich jetzt nichts weiter geändert. Wir können nochmal in den Monatschart reinschauen. Der Aussie sollte jetzt erst einmal bis zum 123,6er Fibonacci Expansion Level laufen. Das heißt, bei ca. 0,7220, sage ich jetzt mal, könnte erst einmal Schluss sein. Wir treffen auch hier auf die aufwärtsgerichtete markante Monatstrendlinie. Alles in allem mit dem Retest-Bereich kommen wir hier vielleicht auf ein Setup von ca. 400 Pip, also schon recht ordentlich. Aber hier denke ich, wird er erst einmal, vielleicht setzt er noch einen kleinen Spike drunter, aber solange er oberhalb der Trendlinie schließt oder innerhalb der Trendlinie schließt, hat der Kurs gute Chancen, sich noch einmal zu erholen, beispielsweise bis zum 61,8er Fibonacci Expansion Level. Das wäre so die typische Gegenbewegung und ja, lassen wir uns aber erstmal überraschen, was er unten macht. Erst einmal versuchen wir das Ganze hier short zu traden. Wenn er natürlich wieder stark oberhalb dieser, ja, jetzt entstandenen Widerstände schließt, ja, dann könnte es sich hier möglicherweise um einen Short-Fehlausbruch handeln und wir können ihn weiter in Richtung Long traden, aber das lassen wir uns erstmal auf uns zukommen. Man kann auch beispielsweise den Tagesschlusskurs erst einmal abwarten, ob er denn hier drunter bleibt, ja, und dann sich erst Short engagieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, also da braucht man jetzt wirklich keine Panik bekommen, sollte man hier nicht sofort reinkommen. Das weitere Vorgehen besprechen wir dann, wenn wir wirklich wissen, ob der Retest gelungen ist oder eben nicht. Zum Schluss für das Morning Statement schauen wir uns noch an den British Pfund AUD, ganz klar. Der hat natürlich massiv von der australisch-Dollar-Schwäche profitiert. Das haben wir hier gesehen mit der Tageskerze vom
Freitag, die hier wirklich fulminante, was waren das, über 400 Pip hingelegt hat. Aber wir haben eben auch gesehen, er hat es nicht wirklich weitergeschafft. Also der Retest ist hier wirklich mehr als nötig. Zum einen natürlich bei ca. 2.060 sollte er hier langsam aber sicher mal den Retest absolvieren. Wir können es das auch gern mal im H4 anschauen. Hier sehen wir es schon. Aber das Ganze hier wirklich, es wird immer unsicherer. Wir sind hier auf einem so extrem hohen Niveau mittlerweile bei dem British Fund AOD. Und er legt hier eben starke rote Kerzen hin, beziehungsweise starke bearische Kerzen hin. Im H4-Chart sieht man das sehr, sehr schön. Ja, also die Korrekturen sind wirklich unheimlich massiv. Ob das denn jetzt wirklich ein großartiges Short-Zeichen ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Dazu brauchen wir erstmal Schlusskurse hier beispielsweise unter der 250 wieder. Das wäre wichtig. Tagesschlusskurse unter der 250, beziehungsweise nachhaltige Signale für einen potenziellen Fehlausbruch über die 250. Das wäre schon wichtig. Aber es bei den 250 beispielsweise mal in die Long-Richtung zu probieren, wäre jetzt nicht unbedingt ein Fehler. Man kann auch hier natürlich wieder auf Stabilisierungsmuster warten. Wie schließt die Kerze oder auch hier bei dieser Unterstützung, wie schließt die Kerze? Schließt sie drüber, schließt sie drunter unter dieser Unterstützung und dann kann man sich immer noch Long engagieren. Das Ziel für den Long, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist oder befindet sich vorwiegend erst einmal im Bereich der, was haben wir hier, 210, das hatten wir ja schon gesagt. Das ist hier das Fibonacci Expansion Level 76,4, 78,6, beziehungsweise die obere Trendkanalbegrenzung. Und das kann er sich ruhig noch holen, beispielsweise auch im Verlauf der Woche, im Verlauf des Monats haben wir gute Chancen, vielleicht auch bis zur 212 noch zu wandern, dass wir wirklich diesen Trendkanal komplett ausschöpfen. Aber das werden wir sehen. Und sollten wir hier unten bei den 250 oder beim letzten Support nochmal einen schönen Einstieg generiert bekommen oder präsentiert bekommen, dann haben wir hier natürlich schon wieder ein Setup von ungefähr 500 Pip. Das geht ja im British Pfund AOD wirklich recht flott. Im Auge behalten sollten wir auf jeden Fall diese Monats-IMEs, Monats 200, 237 IME. Noch haben wir keinen Ausbruch. Das muss man ganz klar sagen, fairerweise auch. Wir haben die letzte Monatskerze lediglich innerhalb dieser beiden IMEs geschlossen und diese Monatskerze steht gerade mal am Anfang. Ja, also wir haben den 6.7. Hier ist noch jede Menge Zeit und das Ganze könnte sich im Nachhinein wirklich bloß als Spike entpuppen, dass er vielleicht wirklich dieses Expansion Level noch holt und wirklich noch bis zu den 2.0959 bzw. 2.10 läuft, wie ich jetzt schon immer gesagt habe, und dann aber wirklich in eine größere Korrektur verfällt und beispielsweise diesen großen aufwärtsgerichteten Trendkanal nochmal testet, mindestens aber mal diesen kleineren weekly-basierten aufwärtsgerichteten Trendkanal. Also so weit soll es schon sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir die 2.0005, beziehungsweise das haben wir hier die glatte 2.0er-Zone auf weekly-Basis nochmal testen, wäre natürlich nochmal schöner für etwaige Setups in die Long-Richtung. Gut, das war's von mir erstmal für das Forex Morning Statement. Wir hören uns heute natürlich und den Rest der Woche auch wieder und beziehungsweise spätestens im Live-Chat.